Oh mein Gott, es ist einfach ein Klick und schon kann man aufnehmen. Es ist unglaublich. So, ich begrüße euch zu einem neuen Part Super Mario Maker 2. Allerdings geht mein Fernseher gerade nicht an. Also ihr seht schon was, weil die Switch übertragen wird. Ich sehe auch, dass die Switch übertragen wird. Über Game Capture kann ich allerdings nicht spielen, da ist es ja verzögert. Wieso ist jetzt der Fernseher? Hallo? Moment, ich muss mal eben ganz schnell zum Fernseher rüberhasseln. Warum hast du jetzt keinen Bock? Was ist hier los? Eine Sekunde. Ja, da war einfach der Schalter umgelegt. Aber ich habe den nicht umgelegt. Und sonst ist ja hier. Hä? Mysteriös. So, jetzt ist jedenfalls der Fernseher an. Also normalerweise kommt man schnell zur Aufnahme. Wenn man. Aber wer hat den Schalter umgelegt? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also der Fernseher hat einen Schalter, ne? Mit dem kann man ihn richtig ausschalten. Normalerweise schalte ich ihn aber nie über den Schalter aus. Und der Schalter schaltet sich ja nicht von selbst. Hä? Ich bin obviously verwirrt. Egal. So, neue Mitteilungen kann ja nur wieder. Oh nein, es ist bei Neuigkeiten. Was? Was ist denn da? Oh. Ninchi, Flughörnchen versus Luftgaleere. Ach du grüne Neune. Ist aber ganz frisch heute. Das heißt, ich kann erstmal mein großartiges Vorhaben hier umsetzen. Ich weiß mittlerweile, ich habe mir die Stelle in Rasiras Video angeguckt. Er lädt ja zum Glück alles hoch. Wir machen jetzt hier die große Fortsetzung von diesem Level. Und ich weiß, wie die zweite Stelle geht. Es ist. Man hätte dran denken können, wenn man diese verfluchte Mario Maker Physik einfach mal für sich beansprucht. Aber die ist halt einfach. Die ist halt nicht Mario-like. So an sowas denke ich halt nicht. Ah. Und dann bin ich mal gespannt, was das Level noch so für uns birgt. Ich habe nicht weitergeguckt, ich habe nur die Stelle mir angeschaut und dann habe ich mir den Kopf gefasst. Ja, ich habe mir richtig an den Kopf gefasst. So, zack. Jetzt hasseln wir hier durch das Level durch. Das ist, boah, das wäre fast schief gegangen. Also, Goomba und so weiter, ist alles kompletter Quatsch. Das Einzige, worauf ich achten muss, ist, dass ich schnell genug sein muss und den Block hier einfach hinsetzen. Ja. Den Block unter den Mancher setze. Das muss ich tun. Ich muss den Block unter den Mancher setzen. Dadurch wird der Mancher hochgedrückt. Dadurch wird die Bombe hochgedrückt. Dann berührt der Stein die Bombe. Die Bombe explodiert und gibt mir den Schlüssel. Yay. Hätte man drauf kommen können. Aber, ne? Sind wir halt nicht drauf gekommen. RIP. Okay. So, jetzt möglichst ohne, dass der ausgelöst wird. Es kann so einfach sein, ne? Es kann so effing einfach sein. Okay. Was kommt jetzt? Ab jetzt ist alles neu. Ab jetzt ist alles neu. Also, was wir sehen, sind natürlich die Bomben. Und was wir auch sehen, ist natürlich, wie wir an die zwei Münzen hier rankommen. Also, das Yoshi da ist hundertprozentig fake. Da komme ich niemals ran. Aber wenn ich hier zu nah bin, kommt die Bombe nicht raus. So. Bombe hier rein. So. Wait, wenn ich jetzt da reinspringe, bin ich gar nicht. Muss ich nochmal eine Bombe da hochpfeffern? Wir lassen die erstmal. Und dann nehmen wir die nächste. Muss ich das timen? Aua. Ah. Ich muss es ein bisschen timen, dass es die mitnimmt, ne? Okay. Ja, gut.
Ist jetzt natürlich doof, dass ich schon wieder klein bin. Weil jetzt habe ich nur noch einen Versuch. Mist. Oha, wie time ich das denn am besten? Hä? Ich dachte, das nimmt die Münzen mit. Okay, das nimmt die Münzen so nicht mit. Nee, resetten hilft nicht. Ich dachte, die Explosion nimmt die Münzen mit. Was habe ich verpasst? Wenn ich hier reinspringe, ist vorbei. Das kann ich auf keinen Fall machen. Okay, wir gehen einfach mal weiter und gucken, was kommt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich an die roten Münzen rankomme, aber wir gucken einfach mal weiter. Warum nicht? Vielleicht lernen wir ja irgendwas noch. Da oben ist irgendwas. Ach so, da ist ein Pilz. Okay, wir gehen erstmal hier runter. Da passiert ja nichts. Checkpoint! Aber wait, wenn hier ein Checkpoint ist... was? Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Wie sieht das denn aus? Oh, was ist... Was ist dieses Level? Was ist dieses Level? Ah! Okay, ich will den Pilz. Oh, wahrscheinlich kommt man da gar nicht ran, oder? Oh, doch, kommt man. Wow. Wenn man nicht... Nein! Wenn man nicht komplett dumm ist, kommt man ran. Wahrscheinlich. Okay. Aber wenn ich den Checkpoint dort auslösen kann... Bedeutet das doch... Dass die... Okay, wenn ich ihn auslöse... Moment, aber wenn er da einen gesetzt hat, wird er auf jeden Fall den Checkpoint auch spielen müssen, wenn er das Level... Oh mein Gott, wenn er das Level hochlädt. Das heißt doch aber jetzt, im Umkehrschluss, wenn es da einen Checkpoint gibt und er kommt von diesem Checkpoint aus nicht mehr hierhin zurück an diese rote Münze unter mir, an die kommt er nicht mehr, wenn er diesen Checkpoint von diesem Checkpoint aus startet. Das heißt, die roten Münzen sind komplett obsolet. Ich kann die einfach liegen lassen. Das passt aber, das passt zu dem Level. Die roten Münzen, und deswegen hat er es auch in die Beschreibung reingeschrieben, dass sie wichtig wären. Sie sind es nämlich nicht. Okay. Okay. Okay, das erklärt Dinge. Wahrscheinlich kommt man dann an den komischen Teil da gar nicht ran. Wahrscheinlich ist das so. Ist das ein einziges Troll-Level? Ach, das wird da runtergeschoben. Na, aber das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Oh mein Gott, wie... Wie mache ich das denn? Das war ja besser, als ich klein war. Ja gut, dann kann ich einfach durchhasseln. Seht ihr, wie ich hassel? Okay, aber da, okay, das ändert das komplette Level. Ich brauche die roten Münzen nicht. Ich will den Pilz auch nicht haben. Ich will da klein sein an der Stelle mit der Kugel. Ja, gut. Dann ist das so. Schnell genug dahin kommt man... Nee, schnell genug dahin kommt man auf keinen Fall. Okay, ich muss das hier wieder hinkriegen. Nice.
30er Coin da ist auch kompletter Fake. So. Also Pilz holen ist hier auch nicht so günstig. Ja. Das heißt, was ich jetzt tun muss, ich muss mich so an die Wand hier stützen, dass ich runter... Ich muss nochmal runter gucken. Okay, ich kann da unten landen. Und dann wird es ein bisschen Präzisionssprung-dingsig. Oh mein Gott. Ich muss also jetzt in die Wand mich reindrücken, aber nicht zu stark, sondern nur so ein bisschen. Ja, perfekt. Und jetzt... Oh Gott, was ist das denn für ein Sprung? Ja, jetzt hätte ich gern den Pilz. Ja, nice. Okay. Der geht, aber uff. Uff. Wenn ich das mit Pilz dahin schaffen würde, wäre es besser. Dann muss ich halt geduckt über die Kugel springen. Das sollte auch machbar sein. Ich muss da mit Pilz hin. Das geht ja sonst gar nicht. Okay, den Pilz können wir uns ja hier fix holen. Der tut ja nicht weiter weh. Aber die Münze brauchen wir nie wiederholen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da schreibt er extra in die Beschreibung, die roten Münzen sind wichtig und dann sind sie es nicht mal. Oha. Oha. Ich sag nochmal, warum ich dazu komme, dass man nicht an diese rote Münze hier am Anfang kommt. Weil wir hier jetzt durch so ein Ding durchfallen. Na, hier komme ich nicht mehr rein. So, das ist vorbei. Und selbst wenn ich hier reinkäme, ich komme in diese Tür nie wieder. Das heißt, ich kann die erste rote Münze nie wiederholen. Das heißt, die roten Münzen können nicht zielentscheidend sein. Ganz simple Erklärung. Wahrscheinlich kommt man an die zwei da auch gar nicht ran, sondern soll da mit den Bomben rumprobieren und scheitert immer wieder kläglich. Ah, jetzt hier geduckt drüber springen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yes! Nice! Perfekt! Wir kommen eins weiter. Oh, ist das gut. Wir kommen auf jeden Fall eins weiter. Es kann gar nichts mehr schief gehen. So, weil selbst wenn ich den Sprung jetzt verkacke, werde ich nicht komplett sterben. Da unten sind Münzen, da will ich gar nicht hin. Ich will da rüber. Und dann will ich da runter. War das hoch genug, um wieder zurückzukommen? Ich will da nicht runter. Ich weiß nicht. Ich will da runter. Ist da ein Pilz drin, bitte? Ja? Nice. Okay, perfekt. Dann war es gut, dahin zu gehen. Oh! Oh, okay, da ist direkt eine Tür. Ist da drüben noch irgendwas? Nee? Okay, keine Ahnung, einfach durch. Was? Hilfe! Was? Das kam überraschend. Okay. Interessanter Raum. Wieso konnte ich über die Bombe spinjumpen? Was ist das denn wieder? Die ist doch im Stein gewesen. Aber das sagt mir jetzt, ich muss die Bombe nutzen, um da hochzukommen. Oh nein, zu langsam. Nee, passt. Um da hochzukommen, muss ich die Bombe nutzen. Ja, Fragezeichen. Scheint so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, man kommt... keine Chance, dahin zu kommen. Überhaupt keine Chance. Ja, nice. Okay, das geht. Das kriegen wir öfter hin. Das ist okay. Das kriegen wir öfter hin. So, neuer Anlauf. Ja, eigentlich ist es egal, hier den Pilz zu verlieren, weil wir da drüben ja eh einen neuen bekommen. Also das ist eigentlich... Ja, es ist halt wirklich komplett egal. Und dann gleich hier hoch. Sehr schön. So, jetzt. Also, zack.
Okay. Was? Okay. Nein! Ich wollte da... Gut, dass es keine Facecam gibt. Sonst würdet ihr jetzt mein peinlich berührtes Gesicht sehen. Das war... Ich weiß nicht, mit Abstand. Mit ganz großem Abstand. Die definitiv dümmste Aktion, die ich bisher in diesem Level gebracht habe. Wow. Wow. Vielleicht sogar diesen Monat. Oh Mann, ey. Ich hätte einfach weitergehen. Ich war mir halt nicht sicher, ob da nicht oben irgendwas ist. Es sah irgendwie so aus, als wäre da was. Aber wahrscheinlich ist das auch alles wieder nur Quatsch. Oh Himmel. Ja, da schiebt das einfach da runter und dann ist da Feierabend. Yes, okay, das geht. Also haben wir zumindest die Gewissheit, dass wir gleich wieder an die Spinjump-Stelle kommen können. Das ist doch schon mal was. Ich wüsste halt gern, ob man es schafft, hier den Pilz nicht zu verlieren. Einfach nur, ob es überhaupt möglich wäre und ob ich einfach zu schlecht bin. Aber scheinbar ist das so. So, jetzt. Gleich Spinjumpen. Und ab dafür. Und ich wollte halt... Ja, da, okay. Man kommt an die 50er-Coin ran. Ne? Man will es aber nicht. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ne? Also es war schon sinnvoll, da nochmal drauf zu gehen. So. Checkpoint. Der ist jetzt real. Ja, und auch der ist ja schon so, dass alle anderen Münzen... Was? Okay. Also ich brauche den ganzen Kram nicht. Ich drücke den P-Switch hier und dann, Feierabend. Und dann warte ich. Wow! Also, wunderschön. Es ist schön. Es ist wunderschön. So, jetzt gehen wir hier irgendwie hoch. Komme ich da durch? Irgendwie habe ich spontan Angst, dass er mich an irgendeiner Stelle softlocken wird. Das Level ist der reinste Troll. Ich hoffe, du wirst mich jetzt nicht softlocken, nachdem ich einen Checkpoint habe hier. Ich möchte den Anfang bitte nicht nochmal spielen. Oh mein Gott, wie kommt man da hoch? Ja, man kommt da hoch. Nice. So, was ist hier? Okay, gut, dass wir einen Checkpoint hatten. Puh. Joho! Okay. Das war zu viel auf einmal, was da passiert ist. Einfach ausweichen. So, jetzt passiert nichts mehr. Eieiei. Was macht das Ding da unten? Das interessiert mich jetzt einmal kurz. Gar nichts. Okay, es ist einfach nur da. Alter, nein! Wollte ich gar nicht. Alter, nein! Wollte ich immer noch nicht. So. Oh, jetzt muss ich die Spinjumps schaffen. Warum bin ich denn? Was? Das Level macht mich komplett dumm. Oh mein Gott. Warum habe ich... Warum kann ich mich einfach hier warten? Warum musste ich jetzt da wieder zurückspringen, dass ich auch ja rübergedrückt werde? Warum? Was ein Quatsch.
aller Alte. Yes! So. Und jetzt kommt tatsächlich mal wieder Skill. Okay, wir sind oben. Seaplate, keine Ahnung. Auch die scheint einfach nur Deko zu sein. Aber wenn ich da jetzt runterfahre, das sehe ich doch bis hier. Okay, es könnte jetzt sein, dass da sich irgendwo ein On-Off auslöst. Ist da oben ein On-Off, der sich auslöst von selbst, oder muss ich einen auslösen? Das ist halt die Frage. Habe ich hier irgendwas verpasst? Nein, also hier kann ich obviously nichts machen. Ah ja, da ist ein Swamp. Okay, perfekt. Yo. Da ist ein Pi-Balloon. Okay. Nee, an den kommen wir niemals ran. Ah. Soll ich dem Pfeil da vertrauen? Was sagt mir der Pfeil? Wohin soll ich? Dahin nicht. Da war falsch. Da war einfach nur falsch. Oh, jetzt muss ich nochmal den Spin-Jump-Teil schaffen. Bäh. Es ist eine Mischung aus Skill und Troll und Weirdness einfach. Also ja, keine Ahnung, ist wirklich ein passender Titel. Oh mein Gott. So, na! Okay, einfach hier durch, einfach hier durch. Und jetzt? Was? Ah, Alter. Okay, da ist ein Swamp. Halt die Klappe. Hier kann ich nichts tun. Was kann ich tun? Da hoch komme ich nicht. Ich muss da runter. Okay. Der tut mir erstmal nichts. Ich kann an das Springboard ran. Oh, scheiße. Achso, okay. Ich kann mich hier durchdrücken. Das geht. So. Und jetzt kann... Wait, kann ich den nicht einfach hochpfeffern? Oh oh, ich hoffe, das war nicht falsch. Aber kann ich scheinbar nicht. Also muss ich jetzt da hoch? Ah, und der Swamp killt den jetzt. Ciao, Kakao. Okay. Jetzt habe ich den Schlüssel. Und kann hier rein. Okay, da wird scharf geschossen. Ich hätte gerne einen Pilz. Hier ist kein Pilz drin. Hier ist auch kein Pilz drin. Hier oben ist gar nichts. Oh! Das war knapp. Ein Millimeter höher und es wäre es gewesen. Oder schmeiße ich vor Freude mein Sprungbrett weg. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht an der Stelle. Oh, okay, 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 alles ist gut. Was kannst du? Nix. Du kannst einfach nix. Kann ich den Pilz da vert... Ey, wenn du mich jetzt softlockst, ne? Bitte nicht. Okay. Okay, die kriege ich nicht. Wait, ich muss irgendwie da hochkommen. Mit Anlauf vielleicht? Ja, okay. Ah, hier passiert zu... Oh, ich habe Angst, hier passiert viel zu viel. Der geht aber immer darüber, der geht immer darüber, der tut mir nichts, der kann mir nichts tun. Ich
könnte ihn sogar killen. Ja, okay. Gut gekillt. Scheiße. Ich dachte, der stirbt, wenn ich den da in den Block rein... Okay, also muss ich auf das Springboard und dann darüber. Und das ist das Ziel! Da ist einfach das Ziel. Was ist da drüben? Da drüben ist auch noch was. Will ich das wissen, was da drüben ist? Ich bin zu neugierig. Oh Gott, ich bin zu neugierig. Da ist einfach das Ziel. Oh, ich werde es bereuen, wenn ich... Nein, 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 wir gehen ins Ziel. Ich gehe da nicht rüber. Wir gehen... Ich weiß nicht, was da drüben ist. Wer es rausfinden will, spielt selber. Ich habe keine Lust mehr. Was war das für ein Level? Was? So, ich finde, das ist passend. Ich weiß es. Was ist passiert? Was ist passiert, Rasierer? Was war? Was? Ich weiß nicht was, aber ich Red Coins unnecessary, Alter. Du kannst mich mal. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Okay, Dance Music Kaizo packen wir noch schnell hinten dran. Und dann hören wir auf. Wahnsinn. Was ein Level. Was ein Level. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe ein bisschen Angst, was da hochkommen könnte, aber ich sehe aktuell nichts. Und dann dachte ich, vielleicht kommen ja Moles raus, so wie hier drüben. Na, hier. Da kamen ja Moles raus, aber es war dann doch was anderes als ein Mole. Aber das... Oh, es ist so gut. Es ist so gut geportet. Holy moly. Großer Fan. Hier runter. Und dann da durch. Checkpoint. Nice. Ich hatte den Eindruck, ich bin ein bisschen zu langsam, wenn ich Mario nicht mehr sehe. Too fast. Ja, jetzt bin ich schneller. Ja, jetzt sehe ich auch Mario noch, das ist gut. Da muss ich mich ducken. Okay. Und hoch mit dir. Nice. Ah, weg da. Bam. Ah, es ist so gut. Checkpoint. Yay, das war's. Sehr schön.
Schönes Level. Die Zeit... Nee, doch. 444 hatte ich, ne? Das ist eine coole Zeit. Okay, nice. So, ist das nächste Level kurz oder ist es was Langes? Was haben wir hier als nächstes? Oh Gott, Companion Spring Forever. Das klingt nicht angenehm und es ist von Rabaros. You need the spring. Aber eigentlich können wir dann einfach kurz reingucken und feststellen, dass wir es eh nicht spielen werden. Und dann somit nächstes Mal zum nächsten Level einfach übergehen. Was haltet ihr davon? Ah ne, im nächsten Part nehmen wir den Ninchiwan auf. So, da ist mein Companion Spring. Ja, und da ist es schon weg. Ach so, da ist mein neues Companion Spring. Was ist denn mit dir falsch? Yo! Ach so. Ich verstehe. Hier soll das Ding hin. Ui! Okay, easy. Das war dumm. Wow. Das war nicht, was ich wollte. So, jetzt kommst du wieder mit, mein Freund. Bett? Muss ich da durch die Lücke? Oder was? Okay, also hier gibt es keinen geheimen Weg. Schade. Wenn die Kugel hier durchgehen würde und das nicht drücken würde übrigens, ne? Dann würden das die Swamps hier... ich check gar nichts. Aha! Komme ich da wieder ran? Ja, verstanden. Ich habe halt keine Ahnung, was das jetzt auslöst. Ah, zu langsam. Okay, verstanden. Man das aber irgendwie so schon gesehen, dass da unten... Ne, wirklich gesehen hätte man es nicht, ne? Egal. Wir haben es ja verstanden. Boink. Okay.
war ein bisschen zu voreilig. Komme ich nicht schnell genug hinterher? Nein! Nein! Das war jetzt dumm, weil jetzt fährt die nicht mehr weiter. Oh boy. Aber dann geht das so... Wie lang geht das? 1,46. Wahrscheinlich wird das dann immer schwieriger in die Richtung, ne? Ah, wir gucken mal kurz hier rein. Oh, weia. Also. Soweit waren wir. Dann hier, da sind wir gestorben. Jetzt ganz rechts. Dann geht's hier noch weiter. Ja gut, dann kommt eine Röhre. Er weiß natürlich nicht, was in der Röhre alles passiert. Hm. Aber da gibt es einen Checkpoint wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist, wird dann wieder ein ganzer Part und dann... muss nicht sein. Nächstes Mal erstmal den Ninjiban. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.